Wir haben das in einem sehr großen Unternehmen, haben wir eine Studie durchgeführt, wissenschaftlich begleitet von Institut für Arbeitsschutz zusammen mit dem Psychologischen Institut der Sporthochschule in Köln. Da ging es um das Thema aktive Arbeitsplätze. Und da haben wir verschiedene Geräte getestet. Das Ergebnis war für die Deskbikes am besten. Die Empfehlung ist, alle 1 bis 2 Stunden, 20 bis 30 Minuten darauf zu sitzen. Da geht es auch nicht um Sport, sondern es geht darum, die sitzende Haltung zu unterbrechen. Die sitzende Haltung, da kommt man immer mehr dazu, auch in Studien, dass die Sitzhaltung ein eigenständiger Risikofaktor für die Gesundheit ist. Man kann mit diesem Gerät die Sitzhaltung unterbrechen und trotzdem weiterarbeiten. Also es ist vielleicht am Anfang ein Problem, weil es ungewohnt ist. Viele Menschen sagen, wenn sie diese Geräte sehen, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich dabei arbeiten kann. Aber wenn sie es dann selber mal ausprobiert haben und vielleicht auch ein paar Mal gemacht haben, dann geht es ganz von alleine und sie merken gar nicht mehr, dass sie da drauf sitzen und gleichzeitig arbeiten. Sie können es nicht den ganzen Tag machen, weil Sie ja keine Rückenlehne haben. Mhm. Und von daher, Sie können die aufrechte Haltung nicht über Stunden aufrecht erhalten. Mhm. Von daher also 20 bis 30 Minuten und dann auch wieder sitzen oder stehen. Der Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Deskbiken, der ist eigentlich ideal. Ja.